Ach stimmt, hier konnte man ja nicht laufen, wenn man im Zoom ist. Das zweite Mal hier im Stream, das erste Mal, wo du letzten Geburtstag hast, worauf ich hinaus will, ist, dass es immer schön gemütlich ist. Ja, das freut mich, wenn es gefällt. Ja, Geburtstag ist ja auch ein Moment her, war ja im Februar. Ja, aber ich freue mich, wenn die Leute wiederkommen. Und ich sag mal, soll ja auch gemütlich sein, deswegen ja halt auch chatten und talken. Ich sag mal, was ich persönlich halt beim Stream halt gerne mag, ist mich halt zu unterhalten. Deswegen, mir ist es auch egal, ob ich in Anführungszeichen 100 Zuschauer habe oder ob es ein oder zwei sind, solange sich jemand mit mir unterhält, weißt du? Weil, wenn keiner mit mir redet, dann brauche ich auch nicht streamen. Und dann kann ich es auch für mich alleine zocken. Sag mal, ich blind oder was? Ja, bin ich. Ja, bei mir kommt es halt immer mehr oder minder darauf an, wie ich Zeit habe oder gerade was nebenbei mache. Ja, normal bin ich auch wesentlich aktiver. Wenn ich irgendwo zuschaue. Beziehungsweise kommt es dann halt auch mal viel auf den Streamer drauf an. Ich bedenke, wenn halt da... jawohl. Au. Wenn da halt nicht großartig Response von jemanden gibt, der streamt, ist halt auch mega schade, wenn du dich halt versuchst zu unterhalten mit dem Streamer oder mit dem Chat und da passiert halt einfach nichts. Das finde ich dann halt auch immer mega schade. Ich glaube, ich würde Cluedo. Ja. Ja gut, bei mir hat es ja auch lange gedauert, bis ich mal so eine Community, der harte Kern gebildet hat, die prinzipiell ziemlich immer da sind. Ja, ich persönlich bin immer noch so weit und sag, ich freue mich drüber, wenn es irgendwann mal so ist, dass ich alles zocken kann. Dass die Leute dann halt am Start sind. Wegen mir und nicht wegen den Games. Aber ich denke mal, das dauert noch ein bisschen. Aber ein bisschen gemütlich ratschen. Und zusammen ein bisschen wollen gerade hier den alten Stuff genießen. Ein bisschen Kindheitserinnerungen austauschen. Fun haben. Ja, da habe ich auch mal drüber geguckt. Devil May Cry habe ich noch nie gespielt und was mich da halt auch wieder direkt abgeschreckt hat, dass da gleich direkt zum Release, glaube für knapp 30 Euro DLC verfügbar war, wo ich da hing so, boah, nee, das unterstütze ich nicht. Da kann das Spiel so gut sein, wie es will. Weil das fühlt sich für mich dann halt schon so an, als wenn das Ganze komplett eingeplant war. Dass sie dann einfach nur das Zeug rausgeschnitten haben aus dem Game, um halt da nochmal sich in Anführungszeichen einen Zehner mehr zu verdienen. Ich wollte gerade sagen, hier muss doch garantiert irgendwo ein... Oh shit. Skaltala sein. Deswegen, ich finde es halt fair, wie es Nintendo zum Beispiel halt macht, hier, wenn das Game rauskommt, ist, hey, wir haben einen Season Pass, das und das erwartet euch. Und dann kannst du abwägen, ob dir die Geschichte das wert ist oder nicht.
Oder ich bedenke, bei Fallout-Spielen war bis jetzt Season Pass auch immer was sehr Angenehmes. Und wenn ich jetzt zum Beispiel bedenke, bei Batman, die Arkham Trilogy zum Beispiel, ja, DLCs im Prinzip, andere Klamotten konntest du dir da kaufen und was nicht noch alles. Glasperlen nenne ich das Zeug halt immer, weil es hat absolut keinen Mehrwert. Oh, Alter. Auto auf die Schande-Kreatur an der Decke hängen. Party, es ist nicht Pay to Win. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Was hast du für einen Vorteil davon für etwas, was du auch ganz normal machen kannst? Du kannst dir die Dinge auch ganz normal selbst herstellen, die du da für Atoms kaufen kannst. Und die Atoms bekommst du auch... Ah ja, genau, das war diese blöde Stelle, wo er warum auch immer nicht springt. Und die Atoms kannst du dir auch freispielen. Wo ist das bitte Pay to Win? Weil du hast so gesehen keine Vorteile dadurch. Könnt ihr jetzt verstehen, wenn es ein Level-Boost wäre, der dir halt, oder wie in GTA, einfach mal 8 Millionen auf dein Konto dir scheffelt, wenn du dir da für 50 Euro eine Scheckkarte dir zulegst. Richtig. Oder was dir halt einen expliziten Vorteil den anderen Spielern übermacht. Und das macht es halt einfach nicht. Fallout ist ja noch nicht mal der Level, den du hast, etwas, was dir einen Bonus gibt auf irgendwas. Alles über Level 50 ist eh absolut irrelevant. Deswegen, bei solchen Aussagen wäre ich vorsichtig. Mag sein, dass da viele Leute Pay-to-Win schreien, aber es ist halt einfach kein Pay-to-Win. Und ich schone auch keinen Bethesda. Fallout 76, ich habe Spaß mit dem Game, sage ich offen und ehrlich, aber das heißt noch lange nicht, dass ich es empfehlen werde. Ah, Borderlands. Da war ich mich wahrscheinlich auch unbeliebt bei dir. Borderlands finde ich ein grottenlangweiliges Spiel. Kein guter Humor, keine guten Storys, alles mega aufgesetzt. Gott, ja, jetzt wieder die große Frage, wo gehen wir zuerst lang? Mich aktuell halt mega dran festgesuchtet habe, ist halt Satisfactory. Und Cluedo, wir müssen auch hier die Tage mal Dingens weiter zocken. Saints Row. Yay, mein Lieblingsschleim. Hakenpads zum Ziehen? Oder muss ich einfach nur hier Kumpelblase zerschnitzeln? Ja, Red Dead Redemption finde ich persönlich halt auch
kein Game, wozu ich sage, was mich zieht. Weil, sorry, wenn ich schon in der Welt einen Autopilot für meinen Pony einbauen muss, weil die Welt viel zu scheißendreck groß ist, dass man sie angenehm bereisen kann. Ich glaube, hier kann man einen Stein hinflöten, ne? Deswegen, ja klar, ist Geschmackssache. Ich sag mal, ich bin halt, was sowas angeht, halt extrem kritisch. Irgendwo pappt doch hier bestimmt noch irgend so eine verkackte Fledermaus. Oder? Oder? Wegen irgendwas muss er da hochfliegen, verdammte Axt. Ach, da ist er. Schäppchen. Ja gut, aber freut mich, dass du andere Meinungen anerkennst, weil einige sind da doch sehr bissig, wenn du ihr Lieblingsgame in Anführungszeichen heruntermachst. Nur weil du halt einfach eine andere Meinung oder sowas dazu hast. Really? Mehr gibt's hier nicht. Echt jetzt? Einfach nur for the loot? Wir verkackten Pfeilen? Oder habe ich hier irgendwas übersehen? Ich sah zum Beispiel auch, was eins meiner absoluten ultimativen Lieblingsspiele ist, halt. Secret of Mana. Da ich halt auch die rosarote Fanboy-Brille auf, aber ich sehe halt auch definitiv die Schwächen von dem Game. Und ja. Ja, der Eddie hat ja das Remake gespielt und war halt auch ziemlich entgeistert, weil er halt dem Hype für Secret of Mana aufgelaufen ist. Wo ich als Altmeister-Fan in Anführungszeichen halt gekotzt habe, allein wegen der Grafik. Ja, geil. Und vor allem die rearrangten Soundtracks fand ich, die haben irgendwie so komplett alles verloren, was an der Mucke von dem Game on point war. Weil ich hätte mich gefreut, wenn die das Spiel, was damals für die Nintendo PlayStation gedacht war, wenn die wirklich dieses Spiel rausgebracht hätten. Weil es muss doch irgendwo existiert haben. Ja, mag schon sein, aber sorry, ich kann doch nicht einen absolut legendären Soundtrack neu machen und den verhunzen. Wo die Lieder halt wirklich ihren kompletten Charakter verlieren. Sowas geht gar nicht. Ich hatte mich halt auch gefreut auf voll orchestralen Soundtrack und so weiter und ich war so enttäuscht. Oh, Fleischklopfer. Hihi. Oder jetzt frage ich mich, weil man zu viert auf der Couch zocken kann und sowas stirbt aus. Schade finde ich, Switch ist eigentlich, wo man Couch mit Freunden zocken kann.
Ne, ich habe es gestern zum Beispiel im Stream von Let's Get Bird Rider gesehen. Er hat Earth Defense Force gezockt und hat dann mit seinem Frauchen, wollte er dann auch Koop zocken. Und dann hast du auf der PS4 zum Beispiel einfach mal 2 FPS gehabt. Und ich da auch irgendwie so, boah ey, was eine Frechheit. Gut, der Rest der Community wird jetzt wahrscheinlich wieder mit den Augen rollen, weil die Kassette haben sie von mir halt auch schon oft genug gehört. Ich persönlich bin halt auch der Meinung, dass alle Konsolen, außer die von Nintendo, keine Daseinsberechtigung haben, weil es halt einfach Wannabe-PCs sind. Die leben halt wirklich komplett nur, weil sie sich Spiele einkaufen, um nicht irrelevant zu werden. Und das war's komplett. Deswegen PlayStation und Xbox finde ich komplett irrelevant. Und wenn ich dann die Fanboys von Xbox und PlayStation dann halt immer höre, von wegen, Nintendo hat ja auch eigene Spiele und dies, ja, aber die produzieren die selber. Die haben durch Eigenleistung, durch Experimentierfreude und so weiter, haben die komplett überlebt seit Anno Donnerkeil, ohne sich irgendwelche IPs zukaufen zu müssen und so ein Bullshit. Die haben aus eigener Kraft überlebt, gehen immer wieder Risiken ein, wie mit der Wii U zum Beispiel. Wo ich persönlich glaube, dass die Wii U einfach nur gefloppt ist, weil Breath of the Wild nicht on point da war bei dem Teil. Und dass viele Entwickler halt einfach zu faul waren, für den zweiten Bildschirm was zu machen. Ich habe den mega gefeiert. Ich fand das so geil, bei Zelda da die Map drauf zu haben und das Inventar One-Click auszuwählen und alles. Das fand ich einfach absolut mega. Oder allein der DS und so weiter und jetzt die Switch. Das Switch-Konzept finde ich so geil, ey. Ich teilweise ja auch etwas mehr beim Arzt hocken muss, als ich das gerne möchte, aus gesundheitlichen Gründen. Da ist es dann auch mega geil, wenn du deinen AAA-Titel halt einfach mal mitnehmen kannst. Oder wenn ich bedenke, ja, genau, Yukio. Das mit der Wii U zum Beispiel, wie oft habe ich das Ding einfach nur rein im Anführungszeichen Handheld-Mode betrieben und habe auf der Couch geflözt und habe irgendwelche Super Nintendo-Games gezockt. Meinung respektieren, so viel lange Antwort. PS4-Controller. Help. Als kleiner Tipp, wenn du ein Handy oder ein Tablet hast, du kannst dir den Stream auch auf dem Tablet aufmachen und kannst dann den nur Chat-Modus anmachen. Dann hast du den Chat auf dem Tablet, / Handy und kannst dann da halt wesentlich besser tippen, als wenn du das mit einer Fernbedienung oder einem Controller machst. Link dahinter nicht springt, das ist ja auch gefühlt einfach nur deswegen da, damit die Stiefel ein bisschen oh shit, wir wollen das nur wegen Geld. Ja, aber wenn du teilweise mal guckst, was so eine Xbox oder eine PlayStation kostet, für die Kohle kannst du dir auch einen relativ angenehmen Mittelklasse-PC bauen. Da musst du ja nicht 3500 Euro ausgeben für einen neuen PC wie ich. Ich sag mal, ich habe 3500 Euro ausgegeben, damit halt mein PC das kann, was ich bei dem Ding halt brauche. Unter einem Stream, Videobearbeitung und Co. Allein wenn ich bedenke, wenn ich ein Musikvideo mache, wie viele Spuren ich da offen habe. Da ich dann halt gerne auch gewisse Marken bevorzuge, wie zum Beispiel Corsair, was RAM und Netzteile angeht. Kostet das halt. Hing Artikel 17/13.
Ja, gut, zu dem Thema sage ich persönlich halt einfach nur abwarten, wie es denn jetzt halt wird. Da haben wir gestern bei Schnissel im Stream auch über mehr Politik geredet, als uns beiden an sich lieb war bei Satisfactory. Aber wie gesagt, da bleibt sich halt abzuwarten, was halt letztendlich drauf wird. Vor allen Dingen geht zur Wahl, geht wählen und zeigt der CDU, der SPD und so weiter richtig dick den Mittelfinger. Und wenn die das Ganze dann trotzdem durchziehen, was ich persönlich halt glaube, dass sie halt ohne Rücksicht auf Verluste durchziehen, bleibt es dann halt zu hoffen, richtig zu wählen und die zukünftigen Volksvertreter das Ganze dann wegmachen. Normal schon, aber ich sollte die Gleitstiefel anziehen, dann kriege ich auch keinen Schaden von den Stacheln. Satisfactory eher weniger. Ja, das sage ich genauso. Es ist sehr schwierig, was man aktuell wirklich wählen soll, Schrägstrich kann. Weil, ja, Piraten sind halt auch unwählbar geworden mit den Sexismusvorwürfen. SPD hat uns verraten, wie ich es vorausgesagt habe. Weiß noch, wenn ich unter irgendeinem Video drunter gedübelt habe, von wegen dieses nie mehr CDU, nie mehr SPD. Ja, die SPD tut doch was für uns. Sie ist, mal sehen, wie lange. Nichts gegen Timo Wölken. Hut ab für die Leistungen, die er gegen Artikel 13/17 gemacht hat. Aber ich denke mal, der hat selbst etwas doof geguckt, als Andrea Vali das Ganze dann halt einfach mal AfD, bitte nicht. Also die Grünen auch nicht, auf keinen Fall die Grünen. Die machen uns schon so lange das Leben schwer mit ihren Preiserhöhungen und Scheißdrecken, vor allen Dingen halt AfD. Hau ab mit der AfD. Die sind vorne hui, hinten pfui. AfD sind Nazis, sonst nix. Na, da möchte ich gerne mal auf satirischer Ebene, also das Ganze jetzt nicht zu ernst nehmen, Lisa Eckhart zitieren. Ich habe ja keinen Schlüssel, dammit. Und zwar, Nazis, AfD sollen Nazis sein. Also ich möchte nicht, dass dieses Geschmeiß mit meinem Großvater in einen Topf geworfen wird. So, jetzt reicht's aber mit Politik. Das sind Gespräche, die ich nicht wirklich haben möchte im Stream, weil da gehen halt einfach die Meinungen auseinander und fertig. Deswegen befasst euch mit den Parteiprogrammen, was die vorhaben. Ich denke mal, eine starke Linke wäre ganz gut, weil die taugt ganz gut als Opposition. Weil, boah, geil, ernsthaft. Weil, was die wollen, ist zwar an sich nicht schlecht, aber es ist halt einfach schlichtweg nicht bezahlbar. Religion, ja gut, jetzt Religion möchte ich jetzt nicht irgendwie runterziehen oder kaputt reden, aber ich bin großer Feind der Kirche, weil die sind halt einfach nur ein dreckiges Machtorgan, mehr nicht, und nutzen halt einfach aus, dass halt Leute an Dinge glauben, die sie für sich instrumentalisiert haben. Und da ist es jetzt auch scheißegal, um welchen Gott es sich handelt, ob es christlich, muslimisch, whatever ist.
Und dass in Deutschland halt die Kirche und Staat immer noch nicht getrennt sind, finde ich eine Hammersache. Naja, egal. Also weg. Politik, Religion, Arschlecken, Feuerwerk. Soll jeder glauben an was er will, soll es genauso machen, auch wie Veganer. Ihr müsst nicht alle 5 Minuten sagen, an was ihr glaubt und so ein Scheißdreck. Es interessiert auch keinen, ob ihr Fleisch esst oder nicht. Dass nun Alibaba und die 40 Räuber, Mohammed, Jesus Christus, Gott, die heilige Dreifaltigkeit oder an unbefleckte Empfängnis glaubt, das ist mir absolut scheißegal. Wenn ihr ein cooler Mensch seid, geht mir das absolut am Arsch vorbei, an was ihr glaubt. Gab es hier nicht auch irgendwo so einen Seitenenker, wo man sich reinpusten lassen konnte? Ja, da vorne. Boah, ernsthaft? Boah, Steak wäre geil mit Kräuterbutter. Steak ist immer geil. Ja, mir persönlich geht's halt zum Beispiel gerade hier bei Veganern und so weiter halt tierisch auf die Nüsse, wenn sie dann halt in so einem vorwurfsvollen Unterton sagen, so nach dem Motto, ja, ich esse ja kein Fleisch. Wo ich mal denke, dieses, ja, schön für dich, wenn es nach mir ginge, wer Fleisch essen will, muss schlachten können. Nein, nein, nein. Natürlich, da hält er sich ausnahmsweise mal nicht am Rand fest. Wenn du da runterjumpen willst. Gott, hier ist er wenigstens noch nicht so lang mit den langsam mit den Stiefeln wie in anderen Zelda-Teilen. dass der, der Fleisch essen will, auch schlachten und töten können muss. Dann kriegt derjenige die Berechtigung, beim Fleischer-Metzger einzukaufen. Sonst ist nicht. Ich glaube, das Triforce, ja, ist doch schön für dich. Nee, ist mir schon klar, was sie, Anführungszeichen bezwecken wollen damit, aber trotzdem ist es eine Entscheidung. Ich sag mal, vielen Menschen muss halt auch mal wesentlich bewusster sein, dass halt Fleisch halt nicht aus dem Kühlregal kommt. So wie Strom aus der Steckdose in Anführungszeichen, sondern dass das halt wirklich Lebewesen waren und dass man deswegen dann halt auch zusehen sollte, wenn man Fleisch konsumiert, dass man das halt nicht vergammeln lässt. Konnte man die nicht damit irgendwie freibrennen? Oder verwechsel ich da jetzt irgendwas? Soll auch schlachten können, finde ich nicht gut. Ich finde, es sollte reichen, dass aufgeklärte lebende Wesen vielleicht nicht verschwendet wird, weil der hier der Fall ist. Aber wieso? Wenn du Fleisch essen willst, musst du auch bereit sein, dafür ein Leben zu nehmen. Und da finde ich persönlich, ist es das Mindeste, dass man dann eins genommen haben muss, um zu zeigen, dass man halt auch die Bereitschaft dafür hat und halt nicht
den einfachen Weg geht, dem Fleischgenuss in Anführungszeichen halt mit rosa Brille aus dem Kühlregal. Ja, ich habe auch schon Hasen geschlachtet, Hühner gerupft und so weiter und so fort. Das finde ich persönlich ist ziemlich die beste Aufklärung, die du machen kannst. Oder ich sag mal, alleine beiwohnen würde ich auch noch sagen, ja, ist okay. Ist okay. Das würde ich auch noch irgendwo akzeptieren als geschlachtet haben, sag ich mal. Ich glaube, wir haben irgendeinen Abschnitt ausgelassen. Oder? Nö. Da gekommen, habe ich eine Kiste vergessen, okay. Schauen wir doch gleich mal danach. Weil ich persönlich bin halt der Meinung, muss das Ganze halt auch mal erlebt haben. Weil dadurch hast du dann halt auch ein ganz anderes Verhältnis dazu, wenn du jetzt halt ein Päckchen Salami im Kühlschrank findest. Ja, das kommt auch noch dazu, Captain. Hast ein ganz anderes Verhältnis dazu, wenn du halt Wocheneinkauf machst, bist alleine wie ich und kaufst ja erstmal 20 verschiedene Sorten, also jetzt hier Salami, Hähnchenbrust, Schinken, weil man hat ja nicht immer nur Lust auf eine Sache in Anführungszeichen. Und davon schmeißt du dann halt in 2 Wochen die Hälfte weg, weil du nicht alles aufbekommen hast, zum Beispiel. Weil das sind dann zum Beispiel Sachen, die machst du, wenn du schon mal geschlachtet hast, nicht. Weil du dann halt viel selektiver damit umgehst, die entsprechenden Ressourcen. Ja, ich dumm. Ressourcen halt auch zu nutzen, weil halt einfach dafür ein Leben gegangen ist. Das war doof. Doch, kommt man. Ach ja, hier kommt man sich ja, glaube ich, Tipps holen, wenn ich da recht in Erinnerung bin. Yep. Die flüstern mir zu, jeder, dessen Schritte heilig sind. Sorry, ich habe heute irgendwie nicht so den Hang zum Vertonen. Ich weiß nicht warum, obwohl ich das eigentlich immer gerne mache. Ja, Mann, das hat sich gelohnt. Cluedo, das sind die Pro-Skills. Ich kann mich noch dran erinnern, im Vorspann habt ihr ja bestimmt auch das Spanferkel gesehen, wo Jedediahs Messer drin steckt, zum Beispiel, was war das? 2015 oder sowas gegrillt haben im damaligen Mittelalterlager. Und
Hier musste ich doch, glaube ich, auch die Stiefel anziehen, oder? Nee, doch geht. Und da weiß ich noch, da stand ein kleines Kind daneben, als ich dran war mit Spanferkel drehen und mit dem Opa an der Hand und Opa, ist das Schwein echt? Und der Opa so, nee, ist aus Wachs, guckt, aus tropft. Und das Kind so, ja, ich würde niemals Tiere essen und beiß in sein Leberkäsebrötchen. Und ich dachte mir so, boah, ist das euer Ernst? Ist das ernsthaft euer Ernst? Was Boss hin und als Kind wurde mir beigebracht, wie man Tiere schlacht und zubereitet fürs Feuer. Ja, klar, ich finde, das gehört halt auch dazu. Das sollten Kinder halt auch mal gemacht haben. 41, okay, ich habe doch mehr Skulltalas am Start, als ich dachte. Oh, mal sehen, ob ich aus dem Gedächtnis jetzt die... Oh Gott, ey. Das ist... Ah doch, ich verwechsel das immer mit Epona Song. Ich weiß nicht warum. Ich habe absolut keine Ahnung, warum ich das verwechsel. Wir fahren jetzt an einem Skulltaler vorbei, wenn ich mich recht entsinne. Der da oben auf dem Käfig drauf wäre. Link. Ja, runter mobben kann ich den nicht mehr. Bald da. Alle hopp. Ja, ich weiß. Mein Schiff sinkt. Es ist so geil. Es ist halt einfach stumpf runterfällt. Ich hatte irgendwie in Erinnerung, dass man da irgendwie nur mit den Gleitstiefeln drauf konnte oder so. Dem war aber nicht so. Sogar Gas, wenn ich den Huhn schlachten musste. Zu viel Arbeit, scheiß Federn. Ja, rupfen ist übel. Aber Huhn geht noch, Taube ist schlimmer. Mal noch ein Mario RPG, wollte ich noch schauen. Also. Gott, ey. Das Aim. Muss ich hier drin alles grillen? Ich weiß es nicht mehr. Eine ist noch.
Nee, doch, hab alle erwischt. Haha. Sind wir hier am Boden? Nope. Ich will nicht wissen, was wir so getrieben haben mit diesem blutigen Kreuz. Hm? Das war unsprengbarer Shit. Mal gerade ein, sind wir hier eigentlich schon mal in die Knie gegangen? Ich glaube nein, oder? Es kommt ja halt auch immer drauf an. Ich bedenke, als meine Großeltern noch gelebt haben zum Beispiel, da wurde halt auch noch geschlachtet. Die hatten Hühner, die haben sich vom Bauern ein Schwein gekauft einmal im Jahr. Und dann wurde halt Schwein geschlachtet und dann gab es halt hier Schlachtfest in der Straße. Wurde dann halt Kochwurst gemacht und so weiter. Und. Ja, nice. Auch nicht gescheit, ich hätte auch Probleme, wir müssen aber keine Erfahrung mit dem Töten aus dem Videospielen haben, fürchte ich. Ja gut, deswegen sollte, also es ist jetzt, geht nicht einfach nur drum, dass du tötest, sondern dass es halt auch richtig gemacht wird. Also da sollte halt schon ein Fachkundiger dabei sein. Das wäre natürlich auch noch für eine Metzgerei ein guter Nebenverdienst dann fürs Handwerk. Oder einen Fleischführerschein. Ja, geil, Fleischführerschein, der ist gut. Deswegen, ich finde das auch immer schlimm auf Mittelaltermärkten oder sowas, weil ich habe ja auch Fellumhang und viele Schafsfelle im Bett. Damit du dir nachts halt einfach nicht den Arsch abfrierst, weil ich bedenke, aktuell liegt Schnee auf dem Mittelaltermarkt, der von Jedediah, Farr und mir eigentlich so der erste der Saison ist. Ich habe halt dieses Jahr gefailt, was die... Boah, Link, werfen? Weil dieses Jahr gefailt, was die Bewerbung angeht und bin ehrlich gesagt aktuell ziemlich froh, dass ich gefailt habe. Weil das hätte nämlich gehießen, entweder heute oder morgen Abbau, alles zu schleppen, weil die Wiese nicht mehr befahrbar ist. Weil halt einfach alles kompletter Matsch ist und da wir ein komplettes Schaulager haben. Ist das dann halt doch schon sehr viel Stuff, als wie einige Leute mit zuenden Zelten und Luftmatte. Wo bei uns halt komplett Einrichtung drin ist. Na endlich. Es ist immer genau so in dem Winkel. Alter, ist das euer verkackter Ernst? Ernsthaft, Link. Dadurch, dass die Explosion kam, hat er die Bombe abgelegt und nicht geworfen. Oh, Arschleck, Feuerwerk. Die Schädel müssen. Juhu, ich bin reich. Der Schlüssel gelandet. Oh, ich hab ihn schon. Nice. Immerhin etwas. Du darfst ja nicht schlachten, außer dass einer Firmengelände ist. Einer auf dem Firmengelände mit dem Schlachtschein für 500 Euro. Ja, das ist ja nicht das Problem.